Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und heute haben wir mal wieder ein paar News zu den kommenden Updates der Roadmap und natürlich auch den kommenden Helden und Schurken der Clone Wars Season von Star Wars Battlefront 2. Und die ersten News drehen sich so ein bisschen um die Skins und da wird der Ben Walk gefragt, hey, wie sieht's denn aus, wenn Anakin rauskommt, kriegt er denn dann einen Skin für Attack of the Clones, also Angriff der Klonkrieger Episode 2 und auch einen von Revenge of the Sith, also Episode 3. Und darauf antwortet er, es wird geplant, dass mit dem Release von den Helden auch gleichzeitig mehrere Erscheinungsbilder von denen und für jeden Helden dann released werden. Also er wirklich sagt hier each hero, also wirklich für Anakin, für Obi-Wan, für General Grievous und für Count Dooku, was auf jeden Fall eine ganz coole Sache ist, weil gerade bei Count Dooku und bei General Grievous, da weiß man jetzt vielleicht nicht so extrem viele Outfits, die haben könnten. Bei Obi-Wan hingegen und Anakin, da kann man sich natürlich viele vorstellen, sei es jetzt aus den verschiedenen Episoden, ne? Bei Obi-Wan Episode 1, Episode 2, Episode 3, Clone Wars, dann kann man nochmal den alten Ben Kenobi nehmen, da gibt es ja so viele Ideen. Vielleicht habt ihr da ja noch auch die ein oder andere Idee, die ihr sagt, oder vielleicht auch bei Count Dooku oder bei General Grievous, wo ihr sagt, boah, der und der und so. Natürlich kann man da auch immer sagen, schön mit Umhang, ohne Umhang, vielleicht mit der Kapuze aufgezogen. Sowas sind ja natürlich diese Standardideen. Aber vielleicht habt ihr auch die ein oder andere ausgefallene Idee, die ihr gerne in die Kommentare schreiben könnt. Die nächste News dreht sich so ein bisschen um einen Modus, den wir schon kennen, und zwar Ewok-Jagd. Und da wird gesagt, dass sie allgemein Interesse haben, noch mehr Jagden, also es wird hier gesagt New Hunts, noch zu untersuchen und zu schauen, was kann man da machen. Also vielleicht können wir da noch mehr erwarten, dass man da einige andere Szenarien sieht, ob das jetzt bei Ewok-Jagd bleibt. Also ob man jetzt sagt, die Ewoks sind dann einfach auf einem anderen Planeten oder auf einer anderen Stelle von Endor oder sowas in der Richtung. Oder ob man da gleich sofort sagt, ey, er sagt jetzt ja auch nicht extra New Ewok Hunts, sondern er sagt New Hunts, also wirklich neue Jagden. Von daher kann man vielleicht auch erwarten, dass einfach die Rassen getauscht werden, also die Spezies, die daran teilnehmen. Also sagen wir mal sowas wie aus dem alten Star Wars Battlefront, da gab es zum Beispiel sowas wie Taskenräuber gegen Jawas oder halt auch Wampas gegen die Rebellen. Also zum Beispiel die Wampas, das sind jetzt die großen, ich nenne es mal jetzt Ice Yetis, die auch in Episode 5 vorkommen, die Luke dann da vom Tauntaun ziehen und mit in die Höhle schleppen. Das ist zum Beispiel einer dieser Wampas. Und davon gibt es auch eine Deleted Scene in Episode 5, wo dann diese Wampas eben die Echo-Basis angreifen, beziehungsweise halt, ja, die gehen da halt rein und suchen Nahrung höchstwahrscheinlich. Da gibt es eine ganz, ganz große Szene, die Deleted Scene ist, also die wurde nicht ausgestrahlt. Und sowas kann man natürlich aufbauen zu einem großen Szenario mit Jagd, also dass man sagt, einige spielen dann die Wampas und müssen dann die Rebellen angreifen oder können dann die Rebellen angreifen und dann, je mehr Rebellen schon besiegt sind, desto mehr Wampas sind da und so weiter. Und dann, wie man das halt kennt aus Ewok-Jagd. Genauso mit den Taskenräubern, da könnte man das machen. Mit Jawas, da könnte man das machen. Es gibt viele, viele Beispiele. Geonosianer, da ist das natürlich auch noch eine Sache, ne? Vielleicht Geonosianer gegen Klone. Man kennt diese eine Clone Wars-Folge, oder vielleicht kennt ihr sie nicht, aber da gibt es eine Clone Wars-Folge, wo dann die in so einen Bau gehen. Das kann man sich vorstellen wie so ein riesengroßes Bienennest, sage ich jetzt mal, um das sich so ein bisschen bildlich vorzustellen. Also mit ganz vielen Verzweigungen und Abbiegungen in so einer Höhlensystem. Und dass dann da die Geonosianer so gesehen sich verstecken im Dunkeln und angreifen können. Und die Klone dann halt versuchen, irgendwie einen Ausgang aus diesem Höhlensystem rauszufinden. Fände ich auch eine super coole Sache. Könnte man auf jeden Fall so umsetzen. Vielleicht habt ihr da auch noch einige Ideen, wo ihr sagt, boah, das wäre auch noch cool. Das könnte man doch vielleicht umsetzen. Ich bin ja auf jeden Fall mal gespannt, was da genau mit dem Ewok-Jagd passiert, weil der hat mir immer ganz gut gefallen, der Modus. Und da bin ich ja mal gespannt, was die sich so noch für Jagden einfallen lassen. Und die letzte Nachricht ist eigentlich schon fast sogar nochmal die interessanteste, beziehungsweise die spekulativste irgendwo auch. Und zwar wird da auch vom Ben Walk gesagt, ey, bei dieser Roadmap, da gab es ja unten einen Disclaimer, also so einen Hinweis von wegen, dass mehr Content und mehr Features noch gezeigt werden in zukünftigen Roadmap-Updates. Also, dass man diese Roadmap, die ist natürlich ein lebendiges Ding, das wird man immer wieder updaten, das ist so ein bisschen iterativ. Also, dass man da immer wieder schaut, ey, okay, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, jetzt können wir da nochmal so ein bisschen mehr ins Detail gehen, was da genau kommt und hier und da. Und da wird ja auch gesagt, ja, so ein paar Sachen, die wurden halt weggelassen erstmal, die sind zwar schon so halbwegs in Planung von wegen, ah, das könnte ja kommen, aber wurden erstmal weggelassen, weil sie zu unwichtig bzw. zu klein vorgekommen sind. Und der Ben Walk sagt hier, dass er persönlich, und das ist wichtig, dass es jetzt geht nur um ihn und das ist jetzt alles spekulativ, ne, dass er persönlich manche dieser kleinen oder dieser Änderungen nicht als klein einschätzen würde, sondern wirklich als größer. Er hätte die wahrscheinlich eher in die Roadmap noch reingeschrieben. Was er damit genau meint, ist natürlich unklar. Ob er jetzt meint, vielleicht kommt da ja noch eine neue alte Map oder sowas, dass sie das nicht reingeschrieben haben erstmal. Vielleicht wollen sie da noch so ein bisschen rumschieben hin und her, irgendwie das Release-Datum finden. Vielleicht haben sie da noch nicht so wirklich was. Also man kann auf jeden Fall gespannt sein. Ich denke mal, in dieser Roadmap, da wird ja auch ziemlich deutlich gezeigt mit den Farben, mit Gelb und mit Weiß, dass man für Juli und August relativ klar sieht, was kommen wird, aber für den Herbst und auch für den Winter, weil da ist es so weiß gekennzeichnet, das sieht man auch. Natürlich liegt es auch daran, dass das Jahreszeiten sind und nicht der direkte Monat, aber dass man da vielleicht noch einiges erwarten kann, wer weiß.
was da gemeint ist, ich weiß es natürlich nicht. Ich denke, was viele sich gewünscht hätten, wären solche Recon-Classes, also hier so ein Klon-Commander oder halt auch sowas wie Droidikas, wie Magna-Wachen. Das wäre natürlich eine coole Sache, aber ich glaube fast nicht, dass das gemeint ist. Was ich mir ebenfalls vorstellen könnte, ist natürlich eine neue Map, beziehungsweise eine neue alte Map, also sowas wie Sullust, wie Scarif oder sowas, dass man sowas vielleicht nochmal wiedersehen kann, dass man das einfach nicht reingeschrieben hat, weil das hätte jetzt auch nicht ins Bild gepasst. Na, dann hat man da die Clone Wars Season und dann schreibt man da rein, ja, übrigens kommt auch noch Sullust als Map oder Scarif als Map, was dann überhaupt nicht in dieses Schema passt. Könnte man sich vorstellen. Ob es am Ende so ist, weiß man natürlich jetzt noch nicht. Was er genau damit meint, weiß man natürlich auch noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall schön, mal ein bisschen darüber zu spekulieren. Natürlich könnt ihr auch gerne schreiben, was ihr jetzt vielleicht denkt, was er damit meinen könnte. Das wäre es eigentlich mit den ganzen News zu diesem Mal. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Und dann, bis dann. Ciao.